Herzlich willkommen, Frau Professor Albert, Herr Professor Fasching. Das State-of-the-Art-Meeting der AGO, der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologen, die Leitlinienkommission, ist zu Ende und es gab neue Bewertungen. Wie schaut es denn aus bezüglich des HER2-positiven Brustkrebses, Frau Professor Albert? Ja, also wir haben ja, was die HER2-Positiven angeht, immer wieder die Diskussion, wie viel Therapie brauchen wir? Und da insbesondere ist es notwendig, den Antikörper sozusagen alleine zu nehmen. Oder aber wir haben ja noch einen zweiten zur Verfügung, der in der Zelle selber dann noch mitgreift, die sogenannte doppelte Blockade durchzuführen. Und bei vielen Patientinnen geben wir ja mittlerweile nicht mehr, wenn wir eine Therapie beginnen und sie zum ersten Mal sehen, beginnen wir ja nicht mit der Therapie erst hinten nach der Operation, sondern eigentlich schon vorneweg. Und gerade auch bei diesen Patienten ist es dann angebracht zu schauen, was für eine Indikation haben wir, steigen wir hier gleich mit ein, wenn wir eine sogenannte neoadjuvante Chemotherapie geben mit einer einfachen Therapie oder gehen wir in die doppelte Blockade. Insbesondere dann, wenn die Lymphknoten mitbefallen sind, ergibt es sich, dass man starten sollte schon mit der doppelten Blockade und diese würden wir dann einsetzen. Und das ist eine Infusionstherapie, genauso wie die Chemotherapie in den Fällen, oder? Nun, wir haben diese Medikamente nun vorliegen für die Applikation über zwei Wege. Das einmal über die Vene und gleichberechtigt auch über die subkutane Gabe. Je nachdem, wie die Patientinnen sich auch entscheiden, beide Therapien sind, was ihre Wirksamkeit heißt, die wir nun in Studien getestet haben, sind sie gleich wirksam. Das gilt sowohl für die Monogabe, das wissen wir seit 2019, als auch jetzt, und das ist eben neu, für die doppelte Blockade, wenn dies indiziert ist für die Patientin. Auch das ist gleichwertig getestet und damit ein gutes Ergebnis. Könnte ich denn, wenn ich es auch als Infusion über die Vene haben möchte, könnte ich das zeitgleich bekommen zur Chemotherapie? Ja, Sie bekommen das immer. Am Anfang ist es ja so, die Abstände sind in der Regel alle 3 Wochen. Daran hat sich nichts geändert. Das gilt für beide Varianten der Applikation. Und vorzugsweise gibt man es natürlich, wenn man die Chemotherapie über die Vene bekommt, dann natürlich auch alle 3 Wochen über die Vene mit. So handhaben wir das also in den häufigsten Fällen. Gut, Herr Professor Fasching, die Genexpressionstests sind in den letzten Jahren rauf und runter diskutiert worden. Jetzt haben 4 von den Tests eine Erstattungsfähigkeit durch den gemeinsamen Bundesausschuss erhalten, durch die gesetzlichen Krankenkassen. Gab es da irgendwelche neue Informationen im letzten Jahr? Also die Studienlage hat sich ja wahnsinnig verbessert in den letzten Jahren. Wir lernen wirklich immer mehr über diese Genexpression, so die Multigentests. Und was sie wirklich sehr gut können, ist Patienten identifizieren mit einer exzellenten Prognose, bei denen man dann auf eine Chemotherapie verzichten kann. Die Tests sind alle dementsprechend positiv auch von der AGO bewertet worden, dass man das durchführen kann. Die Frage ist die, ob das für alle Patientinnen gilt. Die Frage insbesondere, wie schaut das bei den prämenopausalen Patientinnen aus? Weil hier hat man doch bei den prospektiv randomisierten Studien, die durchgeführt worden sind, relativ konsistent gesehen, dass die von einer Chemotherapie profitieren. Natürlich geben wir nicht gern eine Chemotherapie und diskutieren das natürlich dann immer entsprechend tief. Muss man das wirklich machen? Da kam dann die Frage auf, kommt der Effekt durch die Chemotherapie oder ist das eventuell doch ein Effekt der Chemotherapie auf die Eierstöcke, dass man hier die hormonelle Funktion einschränkt durch die Chemotherapie? Das heißt, wir tun uns nicht leicht mit einer generellen Chemotherapieempfehlung, aber im Moment schaut es leider so aus, dass bei den prämenopausalen Patienten anscheinend die Genexpressionstests, die Anlage hier am besten für den 21-Gen-Recurrence-Score-Oncotype Patienten in der Prämenopause doch profitieren von der Chemotherapie. Warum das jetzt so ist, da diskutieren wir noch viel drüber und wir machen es uns wirklich nicht einfach. Und wie schaut es bei den Frauen nach den Wechseljahren aus? Sind da die Tests aussagekräftig?
Nach den Tests gibt es nach den Wechseljahren gibt es eine sehr gute Datenlage dahingehend, wirklich, wie eben schon gesagt, die Frauen zu identifizieren, die eine exzellente Prognose haben, wo dann beim Vergleich Chemotherapie mit nachfolgender antiendokriner Therapie oder beim Weglassen der Chemotherapie wirklich gut gezeigt werden konnte, dass man auf die Chemotherapie verzichten kann. Über einem gewissen Score, also das ist ein Risiko, was eingeteilt wird, niedrig, mittel und hoch, wenn man dann wirklich ein hohes Rückfallrisiko hat, dort wurde in den Studien gar nicht getestet, ob man die Chemotherapie weglassen kann. Diese Patientinnen werden selbstverständlich alle dann noch mit Chemotherapie behandelt, entsprechend der Indikation. Wie gesagt, in diesem mittleren Risiko sehr gute Datenlage. Wenn eine exzellente Prognose vorliegt, brauche ich hier keine Chemotherapie zu machen. Für wen kommen denn diese Tests überhaupt in Frage? Für alle Arten von Brustkrebs? Also diese Tests sind nicht getestet worden beim triple-negativen Mammakarzinom, sind auch nicht getestet worden beim HER2-positiven Mammakarzinom. Da ist vollkommen klar, dass die Chemotherapie ihren Stellenwert hat. Das ist nie in Frage gestellt worden. Es sind Patienten, die hormonrezeptor-positiv, HER2-negativ sind, weil die HER2-Therapie muss ja auch von der Chemotherapie begleitet werden. Und hier hat die Datenlage in den letzten Jahren zugenommen, dass wir nicht nur bei Patienten, die nodal negativ sind, sondern auch bei Patienten, die jetzt, wie gesagt, die nodal positiv sind, eine entsprechende Aussage machen könnten. Prima. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, dass die sogenannten CDK4/6-Inhibitoren beim metastasierten Brustkrebs einen sehr hohen Stellenwert für hormonrezeptorpositive, HER2-negative Patientinnen haben. Finden die jetzt auch langsam ihren Weg in die Adjuvanz oder in die Neoadjuvanz, also nach der Operation? Ute, willst du kurz was sagen? Ja, vielleicht erstmal zum Einstieg. Ja, also wir haben ja verschiedenste CDK4/6-Inhibitoren, nämlich sind drei Stück, die auf dem Markt sind und in der und gerade dann halt eben in der metastasierten Situation haben sie sich ja als ganz wirksam bereits schon erwiesen. Und dort sind sie mittlerweile so, dass wir sie auch präferiert einsetzen. Und nun hat man sich gewünscht, dass man das Ganze natürlich auch vorne machen kann. Das heißt also schon bereits in der sogenannten Adjuvanten-Situation. Und da muss man sagen, die Datenlage ist gemischt bis dünn, würde ich sie jetzt mal interpretieren. Also das, was wir haben, wir sprechen ja immer, ob etwas richtig wirksam ist. Da gucken wir ja schon ganz gerne auf den sogenannten Endpunkt. Das heißt also, über welchen Zeitraum hinaus haben wir wirklich ein Benefit. Und da muss man sagen, sind die ganzen Studien noch nicht valide genug, um eine endgültige Aussage zu machen. Die Daten, die wir bisher haben, zeigen darauf hin, dass wir eigentlich eine Präferenz für unsere Patientinnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht aussprechen können. So würde ich das einschätzen. Wie siehst du das? Ich gehe jetzt mal mechanistisch in die Diskussion. Wir hatten jetzt bei dem Abemaciclib hatten wir ein Plus-Minus gegeben. Was bedeutet das? Wir wollten die Tür nicht zuschlagen für eine Situation, wo eine Patientin eventuell, ich denke mir jetzt mal was aus, ein extrem hohes Rückfallrisiko hat und absolut vorbereitet ist auf die Nebenwirkungen, die mit dieser Therapie verbunden sind, die absolut versteht, dass wir noch keine Aussage machen können in Bezug auf das Gesamtüberleben. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Die auch verstanden hat, dass es sehr ähnlich wirksame Medikamente gibt mit zwei großen Studien, die keine Wirksamkeit gezeigt haben. Wenn man dann nach so einem informierten Gespräch unbedingt zu einer Entscheidung kommen muss, dass diese Therapie gegeben wird, wollten wir die Tür nicht zuschlagen und hatten dann ein Plus-Minus gegeben. Das Medikament ist für die metastasierte Situation zugelassen, nicht für die adjuvante Situation. Das wäre eine Nutzung, die man bei den Krankenkassen natürlich entsprechend anzeigen müsste und beantragen müsste in Bezug auf eine Kostenübernahme. Aber wie die Frau Professor Albert eben schon gesagt hatte, das ist nichts, was generell empfohlen werden kann. Und deswegen gab es auch kein Plus, wie wir das so geben bei der AGO, sondern ein Plus-Minus. Und das, glaube ich, hat das relativ gut dargestellt, was Plus-Minus bedeutet, dass man hier wirklich individuell mit den Patienten dann eine Entscheidung treffen muss. Und auch hier sind wir immer sehr, sehr, sehr überlegt,
wenn das Follow-up länger gewesen wäre, wenn man einen Vorteil in Bezug auf das Gesamtüberleben gesehen hätte, kann ich mir schon vorstellen, dass man hier einen anderen Empfehlungsgrad gegeben hätte. Aber das liegt, wie gesagt, noch nicht vor. Und jetzt müssen wir es auch mal aussprechen. Ich glaube, 19 Monate ist die mediane Nachbeobachtungszeit. Also ungefähr die Hälfte der Patienten haben 19 Monate Nachbeobachtungszeit. Die meisten Menschen sind noch auf diesem Medikament. Da kann man wirklich nicht von einer stabilen Datenlage sprechen. Aber wie gesagt, wenn man es machen möchte und Kollegen und Patienten zu dem Schluss kommen, das muss unbedingt sein, dass man das jetzt auch trotz dieser Datenlage ausprobiert. Wir haben da nicht die Tür zugeschlagen. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf das HER2-Positive zu sprechen kommen. Und zwar gibt es da ja die Substanz Neratinib für die Postneoadjuvanz. Wie schaut es denn damit aus? Wie ist es bewertet worden? Und wie schaut da auch das Nebenwirkungsprofil aus? Bist du Ute oder soll ich? Du darfst. Also wir können mit dem Neratinib haben wir natürlich eine sehr, sehr interessante Studie, wo wir sagen, okay, bringt eine Anti-HER2-Therapie auch im späteren Verlauf nach einer Therapie noch etwas? Da muss man fairerweise sagen, wir haben es natürlich dann hier mit Patienten zu tun, die zu dem Zeitpunkt noch keinen Rückfall erhalten haben und wegen des Nebenwirkungsprofils, was wir mit dem Medikament haben, ist es dann schon so, dass man sagen muss, ich müsste jetzt schon einen Grund haben, warum man es macht. Wir haben eine sehr ausgeprägte Therapie in der Neoadjuvanz, in der Adjuvanz mit dem TDM1 Postneoadjuvant, mit dem Pertuzumab, mit dem Trastuzumab, sodass hier doch eine Risikokonstellation vorliegen müsste, um einen Grund zu haben, dieses Medikament dann nochmal zu geben. Aber ähnlich wie um vielleicht nochmal auf die CDK4/6-Inhibitoren zurückzukommen. Wir reden hier nicht von einer Infusionstherapie, wo sowohl Ärzte als auch Patienten oft den Ehrgeiz haben, die halte ich jetzt durch ein halbes Jahr lang und dann hat man eventuell es auch mit Langzeitfolgeschäden zu tun. Wenn ich von oralen Therapien spreche und ich wirklich eine gute und eine optimale Betreuung habe, ist das jetzt nichts, was man nicht auch mal versuchen kann und schauen kann, wie wirkt das auf meinen Körper, dann aber auch entsprechend natürlich relativ schnell reagiert und auf Nebenwirkungen reagiert, die Medikation anpasst oder eventuell auch wieder aufhört. Also ich bin bei diesen adjuvanten oralen Therapien jetzt immer nie ein Freund von irgendwelchen absoluten Aussagen, weil wenn eine Patientin gut betreut wird, wenn man sich gut versteht, wenn man im Gespräch bleibt mit den Patientinnen, die sagen einem ja, wie es ihnen geht. Und wenn man dann auch genug Zeit hat, wenn sich die Zeit auch nimmt und das entsprechend dann vermittelt, in welcher Situation man sich befindet, ist es eigentlich oft relativ einfach, diese Entscheidung zu treffen für die Frauen, zu sagen, nee, ich nehme das in Kauf, die Nebenwirkung beim Neratinib, und schaue, ob ich mein Risiko noch mal ein bisschen reduzieren kann, wie gesagt, bei einer besonderen Risikokonstellation, oder man lässt es halt bleiben. Also das ist etwas, was dann in der Praxis eventuell ein bisschen unkomplizierter ist als auf dem Blatt Papier, glaube ich. Ich glaube, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Ich glaube, das ist, dass wir das, was wir ja auch auf dem AGO-Meeting diskutiert haben. Ich glaube, wir müssen einfach den Dialog weiterführen. Und das nimmt zu und davon werden wir auch in Zukunft nicht von abkommen. Wir, das heißt Patientin und betreuenden Ärzten, müssen den Schulterschluss machen, erst recht unter den vielen Fragestellungen, die sich geben. Und wir müssen gemeinsam dann individuell für die Frau, die vor uns sitzt, gemeinsam einen Lösungsweg finden. Wir haben zwar auch auf unserer AGO-Tagung ja auch über Algorithmen gesprochen, die sind ja auch sehr hilfreich. Und es ist schön drauf zu schauen, dass es bestimmte Autobahnen gibt, auf denen wir uns therapeutisch bewegen können und wo die einzelnen Abzweigungen sind. Aber all das braucht trotzdem das individuelle Gespräch, die individuelle Situation, wie gehe ich mit Nebenwirkungen um, welche habe ich, was trifft auf mich persönlich zu, um dann eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Nun wissen wir ja, dass Patientinnen sehr oft miteinander sprechen und dann hört die eine, oh, ich kriege das noch hinterher und die andere sagt, boah, mir ist das gar nicht angeboten worden. Trifft das genau darauf zu? Darauf trifft es auch zu, natürlich, weil wir müssen klar machen, es ist einfach so, und das erfahren ja auch die Patientinnen im Wartezimmer, auch wenn sie grob
eigentlich die gleiche Krebserkrankung haben und unter dem großen Deckmantel Brustkrebs stehen. Darunter, wir haben so viele Arten und Spielarten, damit individualisierte Therapievorgehensweisen mittlerweile, sodass das mit dem, die bekommt das und warum kriege ich das nicht, so einfach geht es nicht. Vielen herzlichen Dank. Aber Fragen kann man ja mal. Ja, das auf alle Fälle. Okay. Also vielen herzlichen Dank. Bitte fragen Sie, bitte fragen Sie. Dankeschön. Danke auch. Dankeschön.